Bonjour! Herzlich willkommen zurück zum zweiten Part in der neuen Saison. Ich freue mich unfassbar auf diesen Part. Warum? Weil es eigentlich immer der schönste Part ist. Das ist der erste, ich sage jetzt mal, richtige Part, wo es um Taktik und Transfers geht. Vorher war ja vor allem, ich musste es aufnehmen, weil ich mich schon wahnsinnig gefreut habe und weil ich diesen ganzen Übergang natürlich auch drauf haben will. Weil es natürlich wichtig ist und jede Zeit was passieren kann. Also wir haben Spieler gescoutet, wir haben Spieler unter Vertrag genommen. Dementsprechend kann ich euch das natürlich nicht verheimlichen, aber jetzt geht es mal so quasi richtig zur Sache, weil wir an unserer Taktik ein bisschen tüfteln werden und weil wir uns jetzt auch wirklich die Transfers anschauen. 1. Juli ist, das heißt, es haben uns einige Spieler verlassen, die den Verein gewechselt haben. Einiges gut gesagt, ich glaube, das war nur Türschnabel. Sonst haben uns einige verlassen, bei denen der Vertrag ausgelaufen ist. Das heißt, jetzt haben wir wirklich den Kader hier, mit dem wir arbeiten können. Und das ist das Schöne. Und zum Thema Taktik ist noch zu sagen, ihr kennt sicher den schönen Spruch, never change a winning team. Genauso ist es eigentlich auch. Also wir müssen jetzt nicht alles umwerfen. Wir können am Stamm dieser Taktiken ja beibehalten, den Stamm dieser Taktiken beibehalten. Ich habe im letzten Part schon gemeint, ich möchte diese Fünferkette auf jeden Fall beibehalten, also diese Taktik, die uns jetzt so erfolgreich gemacht hat. Mit der werden wir dann vor allem gegen schwächere Teams spielen in der Liga. Denn da geht es einfach um die wirklich wichtigen Punkte. Wir werden uns nicht viele Punkte ausrechnen gegen PSG, gegen Monaco, gegen Marseille, gegen viele Vereine eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen. Gegen Lyon, gegen Nizza, das sind absolute Top-Teams. Also es wird für uns nicht einfach. Die wirklich wichtigen Punkte sind dann in den kleinen Spielen zu holen. Und für die großen Spiele werden wir noch ein 5-4-1 einstudieren. Und das wird eine Formation, die für uns, ja, ich sag mal, die wird wirklich da, die soll dafür sorgen, dass wir defensiv stabil stehen und dann einfach unser Glück in den Kontern versuchen. Gerade gegen diese starken Teams, wo wir uns nicht zu viel ausrechnen. Und dann werden wir noch mit der 4-4-2-Taktik arbeiten. Das heißt eh auch genau diese Taktik, die wir bisher schon hatten. Einfach für die Situation, wenn wir in Rückstand sind, dass wir dann diese Fünferkette hinten auflösen, mehr im Mittelfeld haben, dass wir dann wirklich versuchen, okay, kontrolliert nach vorzukommen, Ball zirkulieren lassen und so weiter. Aber auf das gehen wir alles jetzt noch genauer ein. Momentan gibt es jetzt noch ein paar E-Mails zu checken und zwar auch ein paar wichtige. Schauen wir uns mal kurz den Spieler hier an, Anastasios Donis. 1,75, also eher ein kleiner Stürmer, ist aktuell auf der Transferliste. Aber den werden wir einfach mal scouten. Und dann schauen wir weiter. Trainingsbericht von Mutombo. Das ist einer der neuen, glaube ich, die wir im Youth Intake aufgenommen haben. So ist es. Viel Potenzial. Aber die Kaderplanung ist vielleicht auch etwas, was wir uns noch genauer anschauen müssen. Die Spieler kamen in Top-Verfassung zurück. Zwei neue jetzt schon mal. Also Dan Pierce ist gekommen. 19-jähriger Waliser mit viel Potenzial. Ob wir den schon in der ersten Saison zu Einsatz kommen lassen, das wage ich mal zu bezweifeln, weil bei ihm technisch einfach einiges fehlt. Aber physisch ist er ganz gut. Er ist sehr ehrgeizig. Das heißt, da müssen wir schauen, dass wir diese schlechte Zielstrebigkeit ausgleichen. Und dann haben wir Velasco noch relativ spontan verpflichtet, aber das ist einfach ein richtig, richtig guter Torhüter. Und der hat jetzt schon einen Marktwert von 500.000 und ich würde ihn ehrlich gesagt gleich gerne verleihen. Schauen wir mal, ob da sich jemand meldet. Türschnabel ist eben leider gegangen. Wir sehen da jetzt den Deal nicht mehr. Oh shit. Ah, der hat eine Ausstiegsklausel von 1,1 Millionen dort unterschrieben. Das heißt, viel werden wir sogar nicht mal an dem verdienen, selbst wenn wir da jetzt 40% reingeschrieben haben. Das ist bitter. Gut, die sollen wir alle scouten. Trägt Charles bald dieses Trikot hier? Wir werden sehen. 60.000 bieten sie für ihn. Wir müssen nichts zum Gehalt dazu zahlen. Dementsprechend nehme ich das gerne an. Auch wenn ich den Spieler an sich cool finde, glaube ich einfach, dass der für die Ligue 1 viel zu schwach ist. Und ja, sparen wir uns das Gehalt, ist glaube ich ganz wichtig. Anmeldezeitraum startet, das heißt, da sind jetzt vor allem die Neuen und die Spieler, die auf Leihbasis zu uns gekommen sind. Und wir sind jetzt schon, sehe ich gerade, bei 4 Nicht-EU-Spielern, beziehungsweise 5 eigentlich. Santos ist halt so eine Sache, der passt von der Position her
Kommt davon, mit welcher wir spielen. Wenn wir mit einem 5-4 einspielen, passt der ganz gut. Jetzt schauen wir uns mal die Nicht-EU-Spieler an. Inocencio ist gesetzt. Wanchan, Velasco ist auch ein Nicht-EU-Spieler. Daniel Wanchan. Ja, da werden wir eher ihn nicht mit aufnehmen in den Kader. So, da haben wir wen aus Paraguay, der wird da wieder reinfallen, aber wir scouten ihn mal. Und Vereine entlassen einige Spieler. Wen haben wir da? Ola Toivonen. Perrin, den kenne ich auch noch. Mittlerweile Innenverteidiger. Raji, Italiener, ist mir ehrlich gesagt zu alt, aber da hat man zum Beispiel einen 26-Jährigen, den man kennen dürfte. Es ist ein Verein aktuell an ihm interessiert, das ist Caen. Damit kann ich leben, denn da sind wir normalerweise stärker, oder? Würde ich jetzt mal vermuten, oder zumindest nicht unbedingt uninteressanter. Den scouten wir mal, den Rest eher weniger. Und es laufen jetzt dann einige Verträge aus. Wobei ich mal sage, das ist fast ein bisschen früh, dass wir uns da schon drum kümmern. Bei ein paar Talenten. Aber das ist mir, wie gesagt, zu früh. Gut, wir schauen jetzt mal auf die Taktik. Die Taktik können wir auf jeden Fall gegen schwächere oder gleich starke Vereine, schwächere wird es kaum geben, benutzen. Dann haben wir die Taktik hier, wenn wir in Rückstand sind, kann die ganz gut funktionieren. Müssen wir auf jeden Fall auf Kontrolle gehen. Ball halten und geduldig spielen, würde ich ganz ehrlich sagen. Hinterlaufen muss da nicht sein, denn sonst geben wir die Viererkette wieder auf. Hier haben wir eine sehr defensive Taktik. Das heißt, wir werden weniger pressen. Das werden wir auch nicht machen, weil da rücken wir ran an die gegnerische Defensive und das heißt, wir bewegen uns raus. Enger decken, Ball halten, im Duell auf den Zweikämpfen bleiben und auf den Beinen bleiben. Und wir werden nicht geduldig spielen, sondern wir müssen relativ schnell dann nach vorne spielen. Wenn wir den Ball halten, können wir Ball halten, aber sonst müssen wir relativ schnell nach vorne kommen. Ja, und das werden wir einfach so mit diesen Taktiken jetzt mal versuchen. Wie gesagt, ist jetzt nicht so, ich muss mich jetzt nicht lange damit beschäftigen, weil das jetzt alles Taktiken sind, die wir ja doch ziemlich beherrschen. Bis auf ein paar Ausnahmen würde ich mal sagen. Und jetzt bin ich schon komplett verwirrt. Sind jetzt los Halen in die Innenverteidigung, Segura daher und die beiden müssen wir noch tauschen und die müssen wir noch tauschen. Also wir werden das einfach jetzt schon in den Testspielen probieren. Dann sehen wir eh, wo die Hebel sind, an denen wir drehen müssen. Die verlangen nur 170.000 für Lopez. Ich probiere es jetzt mal mit 100 und sie sollen am Gehalt mitzahlen. Ist enttäuscht. Dann probieren wir es mit 170. Um diesen Beitrag. Das wäre nicht total cool. Bei mir versuchen das oft welche, wenn ich verkaufe. Und deswegen probieren wir das jetzt einfach mal. Saido Gomez, den haben wir jetzt aufgenommen zum Training. Könnte einer der besten Spieler des Vereins werden. Relativ ehrgeizig. Was würden uns der kosten? Steht nicht wirklich was dabei. Der hat keinen Profivertrag. Könnte ein Glücksgriff sein. So, jetzt haben wir ja jede Menge gescoutete Spieler. Die muss ich mir trotzdem noch durchschauen. Nee. Ja, unbedingt. Unbedingt. Nee. Ja. Nachdem wir mal voll scouten. Scoutbericht über Saint-Étienne, unser erster Gegner, und das ist gleich ein interessanter Gegner. Ja, noch Rekordmeister in Frankreich. Und sie zählen nicht zu den ganz Starken, aber auf jeden Fall deutlich stärker als wir. Und jetzt haben wir jetzt eben dieses Riesenproblem mit diesem Riesenkader. Das heißt, wir werden gleich jetzt aussortieren, wir werden Spieler, die wir nicht brauchen, in die zweite Mannschaft schieben und wir werden uns jetzt ein bisschen was überlegen müssen. Vor allem, wie wir auch diese Kader zusammensetzen. Gehen wir vielleicht einfach auf den Teambericht, auf die Kadertiefe. Mit dem Tool werden wir jetzt arbeiten, mit der aktuellen Taktik mal. Und da sehen wir eigentlich eh,
Fangen wir mal im Tor an. Sudan. Ich glaube ehrlich gesagt, also der hat mir eine Zeit lang ganz gut gefallen. Die letzten Partien, die er gespielt hat, hat er mir überhaupt nicht mehr gefallen. Ich würde den ganz gerne abgeben. Wir werden den mal in die Reserve verschieben und ich sage ganz ehrlich, auf die Transferliste mit ihm, 40.000 und auch auf die Leihliste mit ihm. Ist jetzt natürlich blöd. Jetzt weiß ich nicht, wie der im Vornamen heißt. Brandon, so. Probieren es auch nochmal mit der Leihliste, wobei ich eben ganz gerne hätte, dass die zumindest das Gehalt zahlen. Gut, Torhüter. Wie gesagt, Velasco, schauen wir mal. Leihvertrag ist möglich. Vielleicht bekommen wir da einen Verein. Können ja mal anbieten. Monatliche Gebühr würde ich sagen, machen wir 20.000 im Monat. Und das Gehalt sollen sie übernehmen. Wird ein bisschen viel sein, aber wir können es mal probieren. Innenverteidigung sieht schon ein bisschen anders aus. Also, das ist schwierig. Sagen wir mal so. Fratsch möchte ich ganz ehrlich behalten, ist ein vielseitiger Spieler, der auch rechts außen spielen kann und links außen spielen kann. Also wenn Not am Mann ist, finde ich den durchaus praktisch. Szilaa, Innocenzi und Haelen sind für mich jetzt die Innenverteidigung. Wobei Szilaa, ja gut, der ist 23, hat auch noch Potenzial. Auch wenn er sehr wenig zielstrebig ist. 2,3 Millionen Marktwert. Also ich glaube, wir haben ein Marktwert-Update bekommen. Schauen wir mal bei Halen rein. 3 Millionen, yes. Wir haben wirklich Marktwert-Update. Dann schauen wir da noch weiter. Wir haben zwei Testspieler. Kané kann es auch. Rüff unbedingt abgeben. Unbedingt. Der verdient vor allem unfassbar viel. Aber da sind einige Vereine an ihm interessiert. Das ist gut. Charles wird wahrscheinlich jetzt eh schon wechseln. Goujon habe ich mir ehrlich gesagt viel erwartet. Hat noch Potenzial. Vertrag läuft aus. Ich würde es mal mit einem Leihvertrag probieren. Wir müssen mal mit 10.000. Und dann sind wir hier eigentlich eh schon mehr oder weniger durch. Del Fabbro ist noch die Frage. Der hat noch Potenzial. Mit 1,80 ist er nicht der größte Innenverteidiger. Aber dennoch hat noch Vertrag. Würde ich sagen, den belassen wir jetzt mal bei uns. Und jetzt sehen wir gleich mal, Außenverteidigerpositionen sind auf beiden Seiten richtig, richtig schwach. Kabit, 26 Jahre alt, verschieben wir gleich in die Reserve. Wird bei uns nicht alt werden. 250.000 Marktwert. Wanchan unbedingt verleihen, wobei da läuft sogar der Vertrag aus. Also vielleicht wird das eh nichts. Und dann sehen wir eigentlich eh schon, dass wir links hinten nur Traoré haben und der ist von den Fähigkeiten ja für die Ligue 1 absolut limitiert. Also wir brauchen da vor allem auch, wenn man bedenkt, welche Gegenspieler da kommen werden, defensiv einen stärkeren. Rechts haben wir ein großes Talent, Peshaoui, der allerdings, wir sehen es bei der Zielstrebigkeit, auf jeden Fall Potenzial hat. Guillaume kann ihm da helfen. Schaut es mit der Spielerrolle aus, damit ich das Flügelverteidiger. So. Soll ihm helfen, sein Spiel zu verbessern. Und den verschieben wir in die Reserve. Gut, und dann haben wir eben Fratsch, der dem Kader Breite geben soll, und Guillaume. Okay. Zentrales Mittelfeld. Ja, Frikesh, Kané und Basile Coin möchte ich eigentlich schon behalten, wobei dann wird es halt interessant. Widmann, eigentlich sehr guter Spieler, ist als Stammspieler geplant bei uns. Ich wäre aber nicht böse, wenn der den Verein auch verlassen würde, weil der von der Spielerposition her nicht wirklich reinpasst bei uns. Die Frage ist halt, ob wir den abgeben können. Interessiert ist zurzeit niemand. Ich würde es ehrlich gesagt gern mal probieren, weil das würde uns ordentlich Geld bringen. Jetzt kann es natürlich sein, dass der sehr wütend sein wird. Aber wir werden es probieren. Shashua hat sich gegen Ende der Saison ganz gut gemacht. Wenn wir einen passenden Leihverein finden, dann möchte ich ihn ganz gern verleihen. Sonst soll er bei uns bleiben. Und wir werden seine Entwicklung beobachten, vor allem wie es mit dem Potenzial aussieht. Bourgault sehen wir.
Relativ professionell, Zielstrebigkeit 6. Naja, vielleicht ist da jetzt Kané schon. Ja, Kané fertig. Der soll ihn abseits des Platzes trainieren, denn um die Spielrolle möchte ich ihm nicht unbedingt weitergeben. Und der wird auch in die Reserve gehen. Ist einfach wichtig, dass die Spielpraxis bekommen. Musa Eker, vielversprechender Türke, Zielstrebigkeit gut, sehr ehrgeizig. Ist für mich aber klassischer U19-Spieler noch. Also schauen wir uns mal Tutoring an. Gibt es zurzeit niemanden. Braucht man da auf jeden Fall nicht. Und Goujon, bei dem ist halt die Frage. Er ist vielseitig, also er kann mehrere Positionen abdecken, was schon mal ganz gut ist. Das schauen wir uns auch noch an. Stürmer wird auch interessant. Toni Segura haben wir, Riesentalent, der sich jetzt schon ganz gut gemacht hat bei uns. Bei dem hätte ich ganz gerne, dass der irgendwo Stamm spielt. 21 Jahre ist er. Ich möchte es dann mit einer Leihe versuchen bei ihm. Samuel Esende, Riesentalent. Vertrag läuft nur noch bis 2020. Da würde ich mal gerne schauen, Gehalt 800, wie viel will der? 1,5. Okay, eine Liga höher natürlich. Will man da mehr? 1,3, damit kann ich ehrlich gesagt leben. Und sobald der unterschrieben ist, möchte ich den ganz gern verleihen. Epai, bei dem läuft glücklicherweise auch der Vertrag aus. Netter Abschlusswert, physisch sehr schnell. Aber ich glaube, auch dem sollten wir bei der Leihe die Chance geben. Und dann ist halt wirklich die Frage. Also hauptsächlich Evans, Park und Schloffer, wie wir es mit denen hier angehen. David Schloffer, Marktwert 2,7 Millionen. Chad Evans, Marktwert 1,7. Der ist halt schon 30. Park, Marktwert 1,4. Status nicht benötigt, würde ich jetzt mal ehrlich gesagt. Ich würde mal auf Rotationsspieler gehen. Und das abwarten. Bei David Schloffer bin ich mir ehrlich gesagt ein bisschen unsicher, weil er ist 27. Wir werden es mal sehen, wir werden es mal probieren. Aber wenn wir einen guten Stürmer bekommen können, dann werden wir das auf jeden Fall versuchen. Jetzt hat sich ein bisschen gelichtet. Matthäi, der ist jetzt da. Ah, genau, es scheinen natürlich Spieler nicht auf, für die ich die Position nicht habe. Matthäi, Riesentalent, Vertrag läuft glücklicherweise noch ein Jahr. Der muss aber unbedingt spielen. Das heißt, wir werden den zur Leihe anbieten. Unbedingt als Stammspieler. Und in die Reserve verschieben. Dann haben wir Santos, rechtes Mittelfeld, großes Talent, da sind jetzt schon drei Vereine interessiert. Vertrag läuft noch lange. Wir werden es mal probieren. Schauen wir mal, was da so reinkommt. Aber grundsätzlich, ja. Jetzt habe ich ihn zwar nominiert für die Mannschaft, aber ich glaube, dass das trotzdem ganz intelligent wäre. Wanschan habe ich glaube ich schon angeboten. Bin mir nicht ganz sicher, machen wir es zur Sicherheit nochmal. Den verschieben wir in die Reserve. Und Rüff brauchen wir nicht mehr, verschieben wir auch in die Reserve. Charles wird den Verein verlassen, verschieben wir auch in die Reserve. Also jetzt räumen wir wirklich ein bisschen auf hier. Epai, da sind schon Vereine interessiert. Zur Leihe, das ist sehr gut. Dann lassen wir ihn gleich da, dann wird er eh gleich weg sein. Und jetzt schauen wir noch in die Reserve. Die ist relativ klein. Wir haben zwar drei Torhüter, aber sonst ist sie tatsächlich ein bisschen mickrig. Das heißt, wir müssen schauen, wer in der U19 schon zu alt ist, falls es sowas gibt. Joshua Santos. Du gehörst auf jeden Fall in die Reserve. Und da ist dann die Frage, weil die sind eigentlich vom Alter her. Ja, vom Alter her können sie noch in der U19 spielen. Also vom Alter her passt das. Wir werden uns die derzeitige Stärke ansehen, dass wirklich die talentierteren Spieler in die Reserve wechseln. Und der 16, da haben wir einen 18-jährigen Stephen Bailey, der soll in die Reserve. Joshua, das passt eh. Den werden wir aber, glaube ich, auch gleich in die Reserve tun. Da haben wir noch zwei 17-Jährige, die wir auch in die Reserve verschieben. Denn ihr seht, die Mannschaft hier ist relativ
Groß. Santos, den lassen wir in der ersten. Der ist, da steht verfügbar wahrscheinlich für die U19. Verfügbar für die Reserve, also hier nicht verfügbar. Und dann würde ich sagen, die Älteren schieben wir trotzdem noch rüber. Also auch die Älteren, die jetzt nicht so viel Talent haben oder nicht so viel Stärke. Ecker, ich bin mir nicht sicher. Mir geht es da echt jetzt mal darum, dass wir ungefähr gleich viele Spieler haben. Das heißt, da können wir, ich würde sagen, die ganzen 18-Jährigen schicken wir noch rüber. Jetzt muss ich auch kurz bei den Mitarbeitern, bei den Aufgaben schauen. Jetzt habe ich mich verklickt. Aufgaben wegen der U19. Okay, das übernimmt zurzeit der Jugendabteilungsleiter. Nur um sicher zu gehen, nachdem unser Trainer ja abgeworben wurde, dass die auf jeden Fall ein Training haben. Und jetzt gehen wir beim Vorstand noch. Ich hätte ganz gerne noch einen Partnerverein. Sie glauben, das ist auch ohne... Okay, passt. We trust you. Und jetzt kann ich vorschlagen. Okay. Also kann ich anscheinend aussuchen, Vereine auswählen, die ich vorschlagen kann. Okay, das ist natürlich schön. Also das liegt am Vertrauen am Großen. Und das sind die, die ich auswählen kann. Und das sind irgendwelche. Also da ist nicht mal national als Liga da. Da werden wir nichts hinkriegen. Schade, aber gut. In der dritten Liga haben wir einen. Und in der zweiten hätte ich halt gern noch einen gehabt. Also Goujon, 7 interessierte Vereine. Segura, warum er zur Leihe festgesetzt wird, dass eben die Ausleihe das nächstbeste für ihn ist, weil er 35 Angebote, oh Gott, weil er eben spielen soll, da sagen einige Nein zu Santos, dann Leihgebühr. Tottenham! Wer hat das beantwortet? Irgendwer hat sich da gerade in meine Verhandlungen eingemischt. Holt Jugendspieler zum Verein. Erste Mannschaft Reserve. Keine Ahnung. Warum? 0% des Gehalts und Rotation wurden angenommen. Ich sag ganz ehrlich, das ist mir zu schwach von den Angeboten her, also die lehne ich sicher ab. Also ich hätte zumindest ganz gern, dass da ein bisschen ein Gehalt gezahlt wird. So, Angebot für Rüff. Da haben wir eben das Thema, dass wir jetzt da mitzahlen müssen, 925, aber der verdient jetzt momentan 5,7. Also wenn da sonst niemand interessiert ist, da sind einige interessiert. Ich verschiebe das Angebot mal. Leihangebote für Goujon. Okay, das ist jetzt schon interessanter. Die übernehmen alle sein Gehalt. Hier wird als Stammspieler eingeplant, sonst überall Rotation. 10.000 Leihgebühr, da ist sehr wenig Leihgebühr, die tun wir gleich mal weg. Und beim Rest ist die Frage. Also Stammspieler ist mir natürlich lieber. Ich schaue gerade, ob ich auf die antworten muss. Weil vielleicht kann ich sonst einfach. Ich glaube, auf die muss ich antworten. Ja, nee, aber da ist mir das unten trotzdem am liebsten. Wenn da eh so viele interessiert sind, dann werden die sicherlich auch noch danach interessiert sein. Kabit, 185.000 haben die abgegeben für ihn, finde ich vollkommen in Ordnung, auch wenn er deutlich mehr wert ist. Wenn man wen loswerden will, dann sinkt natürlich auch automatisch der Betrag, den man kriegen würde, das ist eh klar. Gut, nächstes Angebot,
Und zwar geht es um Epayi. Einige Angebote aus der Ligue 2 wären mir persönlich am liebsten. Da haben wir einen mit Stammspieler. Die können wir gleich mal ablehnen, Rotation. Und da haben wir, ist das die türkische? Das ist die türkische zweite Liga, würde ich jetzt mal sagen. Sonst wären da größere Vereine drin. Türkische zweite Liga Stammspieler, da sage ich ehrlich gesagt schon, dass ich lieber habe, dass der in der französischen zweiten spielt. Angebote für Santos. Da haben wir einmal Stammspieler Laberrigon. Ah, Straßburg. Okay, das heißt, ich werde alles, wo Rotation ist, ablehnen. Und den Rest. Ich muss schauen, dass ich jetzt ja keinen Fehler mache. Muss ich mich konzentrieren. Das sind echt viele Angebote. Damals Stammspieler. Das passt. Stammspieler passt. Stammspieler passt. Es ist natürlich immer wichtig. Es ist keine Garantie, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich auch so ein Thema. Aber vielleicht haben wir trotzdem Glück. Das ist doch ein ehemaliger Salzburger, ja. Wow. Ja, Sagaut man auf jeden Fall, wäre für 300.000 zu haben. Und da haben wir noch unmittelbar über Qualität des Trainings, hohe Trainingsbelastung. Ja, hallo, das ist Vorbereitung. Das ist halt mal so. Da müssen wir ordentlich trainieren. Ein offenes Angebot ist eben das, was wir von Rüff noch haben. Angebote für Sudan wurden jetzt alle abgelehnt. Ich schätze mal, dass das unser Jugendabteilungsleiter auch gemacht hat. So, Sudan geht auf Leihbasis für die Leihgebühr von 1.000 im Monat immerhin. Das heißt, das ist circa sein Gehalt, oder? Das ist das, was er in der Woche verdient. Ja, wurscht. Egal. 6 Monate mal. Saint-Ruf werde ich jetzt nochmal anbieten. 50.000 zum Verkauf, beziehungsweise von mir aus. Also Leihe geht nicht. Doch, geht. Leihangebot. Wie viel verdient er in der Woche? 5.000. Also ich glaube, das werden wir dann annehmen. Das ist doch ein Traum. Die übernehmen sein Gehalt, zahlen uns monatlich auch noch was. Das ist natürlich der Idealfall. Wäre toll, wenn das klappt. Ich möchte jetzt noch gar nicht auf neue Spieler schauen, weil ich echt mal wissen möchte, wie viel Geld wir zur Verfügung haben werden. Wobei schauen können wir ja mal. Das sind ja auch vereinslose Spieler, das sollten wir auch nicht vergessen. 28, ja, ich glaube, das machen wir im nächsten Part dann. Bisschen muss ich euch ja auch auf die Folter spannen. Ah, falsches Bild, Entschuldigung. Hallo! Die Kamera. Das ist echt voll verwirrend. Das ist die hier. Das neue Studio. Ich finde es trotzdem genial. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Ja, schon langsam geht es richtig zur Sache. Wir werden im nächsten Part einiges, was Scouting und Transfers angeht, machen. Und wir werden im nächsten Part die erste Partie spielen gegen Saint-Étienne in unserem tollen Vorbereitungsturnier. Das heißt, wäre schön, wenn ihr dann natürlich wieder einschaltet. Und ich hoffe, wir sehen uns. Bis gleich. Ciao.